Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute, ja, haben wir das große Finale. Können wir es ungeschlagen die Weltmeisterschaft gewinnen? Hier sehen wir nochmal die Statistik von den Spielern. Henri, 5 Spiele, 10 Tore, 6 Torvorlagen. Aguero, 6 Spiele, 7 Tore, 10 Vorlagen. Also beide rasieren richtig krank. Henri, ja, Zeit läuft aber leider ab, ja. Ihr kennt das ja von Avengers oder Spider-Man, sagt Casey, I don't feel good oder so, wie er, keine Ahnung, was sie gesagt. Ihr wisst, was ich meine. So ähnlich geht es jetzt mit Henri, seine Zeit läuft ab. Und ja, ab nächsten Run, Freunde, werden wir es so machen, dass wir 2 Spiele pro Folge machen, ja. Also, ich werde versuchen, weniger zu labern, direkt zu den Packs, Teambuilding, 2 Spiele, dann geht es auch ein bisschen schneller voran. Das haben welche von mir euch vorgeschlagen und so werde ich das auch machen. Ansonsten habe ich unten ein Strawpoll verlinkt. Ihr könnt jetzt schon mal abstimmen, was wir für den nächsten Run machen. Entweder machen wir es so, dass wir das beste Team weiterhin nehmen und versuchen, ungeschlagen in dieser WM zu bleiben. Oder wir bauen ein südamerikanisches Team oder wir bauen ein asiatisches Team. Das Problem hier ist, wir müssen auf jeden Fall nochmal Nakata mit reinholen. Ohne den will ich diesen Run gar nicht starten. Das würde heißen, dass wir eine extra Folge machen, wo wir nur Packs machen und Arsen Upgrade Packs, bis wir ihn ziehen. Also so lange würden wir das machen. Auch wenn es bedeutet, wir müssen irgendwie Hunderttausende von Münzen benutzen. Dann ist es so. Ich werde diesen Run, ja, nicht ohne Hidetoshi Nakata starten. Kommt aber natürlich auch drauf an, falls wir jetzt zum Beispiel jetzt einen Cristiano Ronaldo ziehen, dann mache ich das beste Team, was man machen kann. Wenn wir jetzt in dieser Folge Neymar, Messi ziehen, dann mache ich ein südamerikanisches Team. Wenn wir Hidetoshi Nakata ziehen, dann machen wir ein asiatisches Team. So ungefähr würde ich das, denke ich, machen. Ansonsten überlege ich auch noch, ob wir den Draft, ja, als Pause machen. Also mir nächste Folge, dass wir diesen Draft hier spielen mit diesen geilen Spielern, dann kriegen wir natürlich auch noch Belohnung. Dann können wir vielleicht noch hier oder da einen guten Spieler ziehen. Also vielleicht das hier, dann kriegt ihr auch mehr Gameplay. Potenziell 4 Spiele, wenn es gut läuft. Also ich beleg's mir. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit den Packs an. Wir machen auf jeden Fall heute wieder ein Asien Upgrade Pack. Ich hoffe, hier können wir jetzt Hidetoshi Nakata ziehen oder irgendjemand anderes, der uns im asiatischen Team helfen kann. Hier, also die meisten Spieler oder alle Spieler hier sind Duplikate. Also ist das in Ordnung, was wir hier dann machen. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir dieses Pack auf und nur 5 Packs. Diese Folge wird wirklich, ist eingehalten, nur 5 Packs. Plus, je nachdem, was wir hier dann noch bekommen am Ende von der Weltmeisterschaft. Ich glaube, wenn man es gewinnt, kriegt man nur 15.000 Münzen und 2 Packs. Eigentlich viel zu wenig. Da müssen die echt die Belohnung ein bisschen besser machen. Dafür, dass man 7 Spiele gewinnt, kriegt man solchen Müll. Ich glaube, bei FIFA 14 hat man 30.000 Münzen bekommen und 3 Packs. Ich weiß nicht, warum die das einfach halbiert haben. Richtig frech, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir das Asian Spieler Upgrade Pack auf. Come on. Come on. Hi. Muss nichts heißen, weil ich glaube, bei den Asiaten gibt es gar keinen, der 81 plus ist. Und wir ziehen hier, ja, 73 Rating als Bestes. Das ist das Problem bei den Asian Upgrade Packs. Cahill ist auch eine Legende, würde ich sagen, aber wir haben jetzt hier keinen richtigen Asiaten gezogen. Also wir müssen Asiaten ziehen, die so aussehen wie ich. Sonst zählt das nicht, ja. Wir können vielleicht noch eine Regel machen, falls wir jetzt noch eine Ikone ziehen, die können wir noch mit einbauen, aber sonst maximal vielleicht ein Nicht-Asiate im Team, sonst muss es ein komplettes Asiatenteam sein. Und würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Pack an, erstes 7,5k Pack. Wie gesagt, wir machen wirklich nur 5 Packs diesmal auf in dieser Folge und es fängt nicht gut an, nicht gut. Es ist nicht mal eine Leinwand, es ist Frankreich, es ist ZM, es ist Caballé. Nicht zu gebrauchen, also ich glaube, mein Packlack ist nicht so gut wie von euch, aber hey, oh mein Gott, für einen Asiaten ist das schon ein guter Innenverteidiger. Also das ist schon mal vielleicht nicht ganz so schlecht, ja, nicht ganz so schlecht. So, das zweite 7,5k Pack, let's go. Hoffen wir hier mal auf eine Leinwand. Eine Ikone wäre mal nice, come on, man. Yay, please. Dann wenigstens eine Leinwand. Kroatien, ZMs ist Modric. Oh shit, Digga. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. 89 Modric. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube, der wird anstatt Ox spielen dann. Und hey, Super Mario, Super Götze. Götzerino haben wir am Start.
der kommt dann wahrscheinlich auf die Bank und Modric in die Startelf. Forster, Forster, das sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen, das sieht sehr, sehr nice aus. Der kommt auf jeden Fall in die Startelf. Das ist schon mal was Gutes. So, machen wir das dritte Pack auf. Come on, nochmal sowas ähnlich Gutes und ich bin happy. Zumindest ein Leinmann wäre so geil, wenn wir mal eine Ikone ziehen würden. Ja, das wäre echt geil. Bagan! Lukaku? Wer wird's? Lukaku, oder? Oh! Eventuell bauen wir einfach das beste Team und versuchen nochmal ungeschlagen zu bleiben, weil das sind alles Europäer, Mann. Und die sehen geil aus. Alter, ich habe so Bock, Lukaku zu spielen. Aber man muss sagen, Aguero und Henri sind noch besser als Lukaku, aber vielleicht im nächsten Run, Freunde. Also ihr könnt unten abstimmen, ihr könnt da ein bisschen mitwirken in dieser Entscheidung. Hey, bis jetzt haben wir aus den drei Packs wirklich gute Spieler gezogen. Also unser Packlack hat sich ein bisschen verbessert zu den letzten Folgen, obwohl in den letzten Folgen war es auch eigentlich ziemlich gut. Viertes Pack, vierte Leinwand, come on, dritte Leinwand ist das erst. Spanien, RV, Cavaral? Cavaral! Ich glaube, der ist besser als unser jetziger Rechtsverteidiger. Ey, wir kriegen viele Upgrades. Und das sind alle Europäer, Freunde. Deswegen müssen wir mal gucken. Lingard haben wir auch noch am Start. Auch nicht schlecht. Ey, wir haben hier jetzt ein koreanisches Trikot. Oh, das sieht eigentlich ohne Scheiß, das sieht voll fresh aus. Seht ihr dieses Rote mit dem Blauen? Das machen wir mal als Abwechslung. Ey, das sieht ja ultras fresh aus. Ultras fresh. Gefällt mir das Trikot. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier, ja, wieder einen guten Spieler. Cavaral, kann mich nicht beschweren. So, Freunde, das letzte Pack für diese Folge, beziehungsweise für den jetzigen Moment. Wenn wir das Turnier gewinnen sollten, kriegen wir ja nochmal ein paar Packs. Come on, gib mir noch was Gutes. Oh, ich würde so gerne eine Ikone ziehen, ey. Aber ich kann mich nicht beschweren normalerweise. Ja, das ist jetzt, ja, den haben wir schon 10.000 Mal gezogen. Wir haben gute Sachen gezogen, Modric, Lukaku und Cavaral, also bis jetzt war es eigentlich ganz okay von den Packs her. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt zum Teambau und dann ins Finale. Hoffentlich können wir es gewinnen. So, Freunde, wir sind jetzt zurück mit einem Neuzugang in der Startelf. Und das ist Luka Modric. Der hat dann The Ox ersetzt. Wir haben Lukaku auf die Bank getan. Theoretisch hätte er auch für Aguero spielen können. Aber ich denke, Aguero ist ja noch ein Ticken besser. Und ich bin auch mit ihnen eingespielt. Von daher, ja, denke ich, das ist die bessere Entscheidung. Und Cavaral tue ich jetzt nicht rein, weil wenn ihr guckt, er hat zwar 8 mehr Defense und 8 mehr Physics, aber auch 8 weniger Pace. Und ich finde, Pace ist schon sehr, sehr wichtig in diesem Mode. Von daher lasse ich erstmal Cancelo weiterspielen. Und ja, ich bin halt mit diesem Team eingespielt, will da nicht so viel verändern. Und würde ich sagen, gehen wir ins Finale, gucken wir mal, ob wir es gewinnen können. So, Freunde. Der Gegner im Finale, das ist sehr, sehr stark. Mertens, Rui Costa, ich glaube, das ist Shira im Sturm, Thiago, Nangolan, Varane, also, boah, das ist schon sehr, sehr solide. Jordi Alba, Cruz, ja, sehr, sehr solide. Schauen wir mal, was wir reißen können, ich gebe mein Bestes. Let's go. Stark auf Okocha, komm, wo ist die Hilfe? Da ist die Hilfe. Komm, Aguero, spiel rüber auf Henri, ja Mann, also die beiden haben mich wirklich die komplette Weltmeisterschaft nach vorne gebracht. Stark Nastasic, ich kann es nur Spiel für Spiel wiederholen. Wie gut der spielt, der Nastasic. Ohoho, Antoine Griezmann mit dem zweiten Ding. Sieht gut aus, Freunde, sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus, aber wir müssen Fokus bleiben, Fokus! Oh, Mann, mit rechts! 3-0, sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Es könnte sein, dass wir ungeschlagen im ersten Run die Weltmeisterschaft holen. Komm, Lukaku. Ah, schade, Lukaku. Guter Schuss, aber. Zu gut. Also mein Angriff, da kann ich echt mich nicht beschweren. Das sind echt krasse Spieler, die wir schon haben. Nastasic, komm. Nastasic, komm. Oh. Hat er fast sich noch durchgesetzt, der Suarez, ey. Nicht schlecht, der Boy.
Modric. Modric. Auf Aguero. Oh. Modric, Mann. The Playmaker. Der Spielmacher. Richtig geil rausgespielt von dem hier. Guck mal, das an. Geiles Dribbling hat er. Richtig. Also bei diesem Modus, wie ich schon gesagt habe, das Gameplay ist 10-mal besser, weil man jedes Tripling und dies, das besser merkt. Ein Modric sollte genauso trippeln und nicht fucking wie ein Truck, wie es im normalen FIFA Ultimate ist. Ich hoffe, FIFA 19 ist ungefähr wie hier, dann würde das richtig Bock machen. Ich hoffe, das ist eine Testphase, wo die das Gameplay ein bisschen austesten für FIFA 19 und das ungefähr so wie hier ist, weil hier, wenn du nur Passwege zumachst, wirst du bestraft. Und hier ist alles flüssig, dies, das, also ich hoffe, das ist ungefähr hier wie das hier. Das wäre richtig geil. Alter, und Rüdiger, boy, Alter, das kann ich vorbeikommen, Mann. Komm, jetzt zeig mal dein Pace, Werner. Bruno! Oh! Alter, was war das? Ja, ein fantastisches Tor, genau. Also, was war das denn für ein Tor? Das war einfach, ja. Ist das für Werner? Der hat ihn, glaube ich, angeschossen. Ja, geiles Tor, Werner, richtig geil. Ah, der kriegt nochmal, ja, ein Tor für die Schönheitsgalerie. Hier 6-1, ja, ist nur Ergebniskosmetik. Spiel ist ja gleich rum, noch eine Minute. Und dann sind wir Weltmeister, Freunde. Spiel ist zu Ende, Freunde. Und dann schauen wir mal, ob sie jetzt hier die Weltmeister-Trophäe hochreißen oder was hier passiert. Ja, Suarez ist natürlich super enttäuscht. Hast einfach für das falsche Team gespielt. Du musst zu mir kommen, Bruder, zu mir. Da gewinnst du Titel. So, ich will mal sehen. Ich will es nicht skippen. Ich will nämlich gucken, ob da jetzt was Geiles passiert, Mann. Ja, die freuen sich. Fotografen sind da. Bilden einen Kreis. So muss das sein. Teamgeist hier. Hey, 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 hey. Okay, Freunde, komm mal, mach mal was weiter. Reich. Jetzt, was passiert jetzt? Siegerehrung, Freunde. Siegerehrung ist hier am Start. Korrekt. Oh, da ist das. Guck mal, wie ohne Scheiß mit allen Trophäen, die es bei Fußball zu gewinnen gibt, sieht einfach der WM-Pokal am geilsten aus. Das sieht einfach nur geil aus. Das sieht so geil aus. Also Bundesliga-Schale oder Champions League, dies, das. Das sieht am besten aus, dieser Pokal. Und hier, ey, warum? Wer ist das? Wer ist der Kapitän? Lukaku? Ne, das ist Henri. Wer ist das? Ne, das ist Rüdiger. Sag mal, das ist Rüdiger Kapitän. Sollte eigentlich Henri sein, aber gönne ich ihn. Gönne ich ihn. Und wir sind Weltmeister, Freunde. Im ersten Versuch seht ihr nochmal hier meine Jungs am Jubeln. Ja, 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 ja. Ui. Okay, reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch. Jungs, wir haben genug gefeiert. Schauen wir mal, was wir bekommen. 15.000 Münzen und 2 Sets. Wie gesagt, viele beschweren sich da. EA, verbessert doch mal die Sets. Beziehungsweise die Belohnung. 2 Tore von Henri, 1 von Aguero, 1 von Werner, 2 von Griezmann, 2 Vorlagen wieder von Aguero, der Vorlagen-King, aber auch 2 von Modric, ja. Also, gefällt mir gut Modric, ist ein guter Playmaker. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob der ein guter ZDM-Spieler ist. Der spielt ja auf der ZDM-Position. 15.761 Münzen kriegen wir hier nochmal. Also kriegen wir nochmal ein paar Münzen dazu. Und wir sehen hier, Freunde, 7-0-0. Wir sind komplett durchrasiert. 6 Spiele, 12 Tore, 7 Torvorlagen und Aguero 7 Spiele, 8 Tore und 11 Vorlagen. Also richtig geile Statistik. Auch Griezmann nicht schlecht. 4 Spiele, 5 Tore. Das kann sich auch sehen lassen. Und ja, Freunde, wir sind Weltmeister geworden. Ungeschlagen. Und schauen wir mal, was für Packs wir noch bekommen. Ich hoffe wenigstens diese guten Packs und nicht irgendwie Billo-Scheiße. Ja, wenigstens kriegen wir 2 Premium-Sets. Die machen wir jetzt gleich auch noch auf. Kriegen wir irgendwie noch was anderes? Nee. Dann machen wir die 2 Packs noch auf und dann beenden wir die Folge. Also, ja, ich würde sagen, das war ein guter Run. Komplett durchrasiert. Und ja, wir ziehen hier schon mal eine Leinwand. Das ist nicht schlecht. Come on. Wer ist es? Martinez wahrscheinlich. Ne, Busquets. 87er Busquets, aber 40 Pace, Freunde. 40 Pace. 40 Pace macht ihn, glaube ich, hier wirklich unspielbar. Aber 87 Rating ist nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Noch ein Garay, Fabinho nochmal doppelt und ein Ziyech. Ist in Ordnung, Freunde, ist in Ordnung. So, Freunde, machen wir das letzte Pack auf. Ich hoffe, wie gesagt, EA verbessert die Belohnung noch. Das ist jetzt ja nichts mega Besonderes, aber... ja. Ah, nein, nicht mal eine Leinwand. Oh, hoffentlich kriegen wir wenigstens einen Asiaten hier, come on. Einen Kroaten... Kramaric.
Sieht auch nicht schlecht aus. Fehlt ein bisschen Pace, sonst sieht er eigentlich ganz gut aus. Gouye und Origi. Origi haben wir auch noch am Start. Boah, das Trikot sieht, na, sieht nicht so mega geil aus. Ja, und dann war's von der heutigen Folge. Ungeschlagen Weltmeister. Stimmt mal unten ab. Strawball ist verlinkt. Wie gesagt, wollt ihr, dass ich nochmal das spiele und dann versuche wieder ungeschlagen zu bleiben. Diesmal, wie gesagt, mit 2 Spielen pro Episode, damit es ein bisschen schneller geht. Oder ein südamerikanisches Team baue. Oder wir machen Packs auf, bis ich, ja, eine Karte ziehe und dann machen wir ein Asiaten-Team. Und könnt auch von mir aus noch schreiben, ob ich einen Draft spielen soll oder nicht. Beziehungsweise, ob ich das zeigen soll oder selber spielen soll, ob ihr es überhaupt sehen wollt. Eventuell kommt das als nächste Folge hier. Weil je nachdem, wie wir abschneiden, kriegen wir dann natürlich auch nochmal sehr, sehr geile Packs, die uns da helfen könnten, die Entscheidung zu erleichtern. Und dann würde ich sagen, war es das vom heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin zufrieden. Packluck war eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben gut gespielt. Gameplay gefällt mir. Dieser Mode. Nur ein bisschen Abwechslung fehlt, ein bisschen mehr SBCs, vielleicht andere Turniere oder dies, das. Ich hoffe, da kommt noch was, sonst wäre es echt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Gameplay macht hier richtig Bock in diesem Modus. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.